Schalke 04 feiert sich nach dem 3:1 Sieg gegen den ersten FC Köln und sind somit jetzt direkter Bayern-Verfolger in der Ligatabelle. 28. Spielminute, erste Chance hatten die Kölner, aber dieser Konter der Kölner wurde hier von einem Schalker unterbunden und es gab die gelbe Karte für wen? Für Naldo. Nach diesem Foul hier gegen Leonardo Bittencourt wollte hier die Flanke reinbringen und es gab früh die gelbe Karte für den Kölner, für den Schalker Innenverteidiger. Dann kam die 34. Spielminute, also Köln war die bessere Mannschaft zunächst. Osako und dann war es Ralf Herrmann, der hier die Ecke rausholt. 41. Spielminute, dann wieder mal der erste FC Köln. Risse mit der Reingabe in die Mitte zu dem 13-Tore-Mann, zu John Córdoba, der es mal wieder macht und hier Köln in Führung schießt. 1:0 für die Kölner durch John Córdoba, der mittlerweile schon sein 13. Saisontor erzielt und somit hier auch die Führung für den ersten FC Köln macht. So, jetzt die Schalker mit Dempsey, der es ja aus dieser Distanz immer am besten kann. Und der Keeper, der Kölner Timo Horn, pariert hier den Ball. 52. Spielminute, dann die Ecke von den Schalkern. Yevgeny Konoplyanka und dann ist der Ball drin. Und es, alle dachten hier, es war Leon Goretzka, aber am Ende stellte sich heraus, es war ein Kölner, der zuletzt am Ball war. Und dieser Kölner heißt Dominik Marot und erzielt sein erstes Eigentor in dieser Saison. Bitter für die Kölner und noch bitterer war dann das hier. Mbolo und dann Dempsey. 7. Saisontor für Clint Dempsey und der wird auch immer wichtiger für den FC Schalke 04. Deswegen wurde er auch nicht verkauft und deswegen ist er auch immer noch in der Startelf. Das ist egal, wie alt er ist, ist momentan 34 Jahre alt und immer noch so wichtig für den FC Schalke 04. Und hier erzielt er sein 7. Saisontor und in der 73. Spielminute wird es noch bitterer für die Kölner. Elfmeter für den FC Schalke 04. Konstantin Rausch, der in der ersten Hälfte von Naldo gefoult worden ist, foult diesmal Mbolo im Strafraum und sieht dafür die gelbe Karte und muss auch einen bitteren Elfmeter einstecken, nämlich in der 74. Spielminute Clint Dempsey mit voller Wucht reingehauen und der macht hier alles klar. 3:1 für den FC Schalke 04. Was soll denn da noch bitte schief gehen? Dempsey mit seinem 8. Saisontor und dann auch noch Schalke mit dem nächsten Heimsieg, nachdem die Schalker vom Revierderby zurückgekommen sind und die 3 Punkte mitgebracht haben. Sammeln sie hier weiter die 3 Punkte und gewinnen auch hier gegen Köln mit 3:1 am Ende.